bei 500 Euro. Welche ist jetzt die Kategorie, echt, wo du sagst, ich bin mir sicher? Ich bin mir sicher, dass Erfindung richtig wäre, weil da uns der Videojoker helfen könnte. Ja. Erfindung. Japan und Alaska ist nicht so sein Ding. Ja. Vielleicht wissen wir es auch. Eben, vielleicht wissen wir es. Dann darf er nicht sein Ding machen. Bringen das selber um die Schnecke. Welche Erfindung, die bei der Vorbereitung auf festliche Anlässe helfen sollte, ließ sich der New Yorker Sidney Feist 1921 patentieren? Neu. Das ist alt. A. Tanztrainingspuppe, der man nicht auf die Füße treten konnte. B. Smalltalk-Automat, um die Schlagfertigkeit zu trainieren. Oder C. Blechmodell, mit dem das Hummeressen geübt werden konnte. Sidney Feist. Meine Reihenfolge ist B, A, C. So von dem. Weil das könnte so, so impromäßig sein. Du hast da so einen Automaten, wie so ein Glücksspielautomaten. Also so ein Kai. Man sagt Worte und da kommen ganz viele neue. Ja, genau. Dann kommt was Neues raus. Das Wetter ist schön und dann musst du darauf reagieren. Oder der Präsident ist gewählt. Trainingspuppe, der man nicht auf die Füße treten konnte. Ich persönlich finde eine Tanztrainingspuppe, das ist halt die, also was macht die? Die muss ja quasi auch gehen können, damit du es mit ihr übst. Brauchst ja nur, kannst ja, gehst einfach nur hin. Oder so. Ich finde einfach B. Du hältst die Puppe vorne, ist festgebunden und dann. Aber das ist so ein. Okay. Also du musst nicht mehr trainieren. Nein. Aber das habe ich eine Puppe gehabt? Hat ich bin hell befeistert. Ich hatte keine Puppe. Sein Feister aller Klassen, so. Herr Bernhard. Was würdest du sagen, wenn du jetzt entscheiden müsstest, Smudo frei? Ich würde B sagen. Ich würde trotzdem A sagen, weil B finde ich komisch zu der Zeit irgendwie. Weißt du was? Das ist der, genau das ist der richtige Moment, jemandem anderen das aufs Auge zu drücken. Genau. Okay, aber es ist ja halt trotzdem das wichtig, dass ihr eine Meinung habt. Ja gut, also. Gucken wir mal. Der weiß viel, er weiß selber nicht, warum er das alles weiß. Echt? Oh! Also ich meine. Jetzt aber! Herr Flobe, ich grüße dich. Ich freue mich. Hallo, wo bist du denn da? Er hätte weniger in den Kopfhörer als. Ich sitze hier in meiner Garderobe bei Wolfs Kids. Da hinten ist der Michi, guck mal. Hallo! Hallo. Ah, sehr gut. Und wir haben. Hier ist es gerade am Sonntag. Sehr schön. Pass auf. Du weißt ja, dass Seven heute hier ist bei uns. Das lief auch ganz ordentlich. Die sind schon bei 2000 Euro. Wir wollen jetzt mal ganz kurz hier auf die Frage gucken. Es ist die Kategorie Erfindung. Und da bist du doch ganz weit vorne. Klar. Ja? So, pass auf. Vielleicht hast du recht. Welche Erfindung, die bei der Vorbereitung auf festliche Anlässe helfen sollte, ließ sich der New Yorker Sidney Feist 1921 patentieren? A. Tanztrainingspuppe, der man nicht auf die Füße treten konnte. B. Smalltalk-Automat, um die Schlagfertigkeit zu trainieren. Oder C. Blechmodell, mit dem das Hummeressen geübt werden konnte. Gut, also 20er Jahre, ich denke natürlich dann sofort eher an natürlich wilde 20er, Hot Jazz und dazu wird Charleston getanzt. Und da würde ich natürlich sofort an die Puppe denken, wenn man Charleston dann doch vielleicht Haut an Haut tanzt vor vielen Leuten, dann würde man sich vielleicht auf die Füße treten. Und ich kenne diesen, das ist der einzige Vorgang, den ich auch verbunden habe, weil was beim Tanzkurs als Kind, als Jugendlicher, als Teenie, war eigentlich auch der Haupttrainingseffekt, dass man so tanzt, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt eigentlich. Okay. Warum man Hummeressen trainieren muss, das verstehe ich nicht. Das gut. Macht man einfach. Und das Zweite, Entschuldigung, habe ich wieder vergessen. Das war der Smalltalk-Automat, um die Schlagfertigkeit zu testen, zu trainieren. Ja, auch das ist, finde ich, zu viel Knowledge-Aufwand. Okay. Das ist, auch vom Haptischen her scheint mir die Puppe auch das Vernünftigste zu sein. Die okay. Tanzprobe, die Tanzübungspuppe. Zum nicht auf die Füße treten. Alles klar, Antwort A. Ja? Dann ja. Schauen wir uns das mal an. Um Peinlichkeiten bei festlichen Anlässen vorzubeugen, ließ sich der New Yorker Sidney E. Feist im Jahr 1921 eine ganz besondere Apparatur patentieren. Der Tanzlehrer hatte einen Dummy entwickelt, mit dem Gesellschaftstänze geübt werden konnten.
Die Damenpuppe war über eine höhenverstellbare Stange mit einer Kugelkonstruktion verbunden, sodass die ungeübten Herren das Tanzbein schwingen konnten, ohne dem Dummy auf die Füße zu treten. Eine Bank! Ja! Herrlich, was gibt mir da, als ich bei euch war? Ich muss mal wiederkommen. Ja, unbedingt. Aber ich hab geübt. Unbedingt, unbedingt. Wir freuen uns drauf, wenn du uns mal wieder besuchst. Ja, sehr gut. Ja? Herrlich, vielen Dank. Also, Michi, sag auch mal schönen Gruß. Michi! Michi! Du, der Michi, der hat hier schon bei uns eine XXL-Ausgabe gewonnen. Der weiß alles. Ja, also, das habe ich auch ganz unangenehm in Erinnerung. Ja, also. Alles klar. Ja, dann Quiz noch recht schön. Macht's gut. Schönen Abend. Danke euch. Ciao, Smudo. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, 500 Euro dazu. Ihr seid bei 2.500. Und ihr seid dran.